Osten von Frankfurt am Main ist ein Gigant entstanden. Die Europäische Zentralbank hat sich ein neues Haus gebaut. Neues Haus, neue Rolle. Im Kampf um die Zukunft der Eurozone richtet sich der Blick immer häufiger auf die Wächter des Euro. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the Euro. Sie kämpfen dabei mit neuen, ungewöhnlichen und umstrittenen Waffen. Und jetzt wird die EZB auch noch die Aufsicht über die größten Banken der Eurozone übernehmen. Sonnemannstraße, die neue Adresse der EZB. Anwohner und Geschäftsleute haben eine klare Vorstellung vom zukünftigen Nachbarn. Ja, die EZB als Europäische Zentralbank lenkt die Geschicke eben europäischer Interessen, Bankeninteressen und somit der Staaten. Ja? Ja, das ist so wie die Fed in Amerika. Also die sorgt dafür, dass hier alle Banken sozusagen immer neues Geld bekommen. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass das europäische Finanzsystem möglichst weit stabil bleibt und diese ganze halt sicherzustellen. Kontrollieren, die Banken kontrollieren, die Zinsen niedrig halten, leider. Und ja, jetzt haben sie auch noch die Bankenaufsicht rein. Wahrscheinlich ist das Gebäude schon zu klein, was sie gebaut haben. Tatsächlich, es hat sich einiges getan bei der Europäischen Zentralbank, seit sie als ehrgeiziges Projekt der Europäischen Gemeinschaft ins Leben gerufen wurde. Der Vertrag von Maastricht 1992. Er schrieb die Einführung des Euro und eine gemeinsame Zentralbank fest und auch Regeln für die Finanzpolitik der Länder. Eigentlich hätte es noch Vereinbarungen für eine koordinierte Wirtschaftspolitik geben sollen. Das fiel erstmal aus. Staatschefs und Minister waren wohl froh, dass sie sich überhaupt geeinigt hatten. Denn die Vorstellungen von der Rolle einer Notenbank und ihrer Geldpolitik gingen deutlich auseinander. Die EZB wurde schließlich nach dem Vorbild der Deutschen Bundesbank konzipiert. Hauptaufgabe: die Stabilität der Preise. Sie soll Inflation und Deflation in Schach halten. Außerdem die allgemeine Wirtschaftspolitik der Gemeinschaft unterstützen. Die direkte Finanzierung von Staaten ist dagegen nicht erlaubt. Und die Vertreter der Europäischen Zentralbank sollten unabhängig sein in ihren Entscheidungen. 1999 übernahm die EZB dann die Geldpolitik für die Eurozone. Die Europäische Zentralbank soll also die Preise stabil halten. Natürlich bestimmt sie die Preise nicht selbst, aber sie versucht darauf einzuwirken. Zum Beispiel dadurch, wie viel Geld als Kredit weitergegeben wird und zu welchen Bedingungen. Dafür hat sie gute Karten, denn sie ist die Euro-Schöpferin. Die Geschäftsbanken sind dabei ihre wichtigsten Partner. Die Europäische Zentralbank bringt das Geld in die Welt, indem sie es faktisch als Kredite an die Banken gibt. Hauptrefinanzierungsgeschäft heißt eine dieser Kreditformen. Lange oder komplizierte Namen sind ein Markenzeichen der Zentralbankarbeit. Sehr häufig endet das in Abkürzungen, in diesem Fall in HRG. Die Banken geben an, wie viel Geld sie brauchen. Das wird ihnen dann auf ihrem Konto bei den Landeszentralbanken gutgeschrieben. Das Geld holt die EZB selbst sozusagen aus dem Nichts. Die Banken bekommen das Geld aber natürlich nicht einfach so. Zentralbankgeld gibt es nur gegen Wertpapiere als Sicherheit. Und Zinsen. Der Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte wird auch als Leitzins bezeichnet und von der EZB festgelegt. Die Geschäftsbanken sollen das Geld dann ebenfalls als Kredit weiter an die Realwirtschaft geben.
Das Hauptrefinanzierungsgeschäft endet nach circa einer Woche, ist also von relativ kurzer Dauer. Nach dieser Zeit muss die Bank das Geld zurückzahlen, kann und muss sich aber auch gleich wieder Neues leihen. Es gibt noch weitere ähnliche Transaktionen. Sie unterscheiden sich vor allem in den Laufzeiten. So können Banken über Nacht Geld abrufen oder auch länger als eine Woche behalten. Dann ändern sich allerdings auch die Zinssätze. Der Zinssatz, das ist eigentlich eines der wichtigsten Mittel, mit dem die EZB versucht, auf die Kreditvergabe und damit auf die Preise einzuwirken. Der Handelsraum der Europäischen Zentralbank im ersten Stock des Eurotowers. Jeden Dienstag melden hier die Zentralbanken der Euro-Länder, wie viel Geld ihre Banken gerne hätten. An diesem Tag waren das 108 Milliarden Euro. Früher war die Menge begrenzt. Jetzt herrscht Vollzuteilung. Die Banken bekommen so viel sie brauchen. Und das zu immer günstigeren Konditionen. Dass es dazu kam, lag an der Finanzkrise. Die hatte den Fluss des Geldes fast zum Erliegen gebracht. Ulrich Bindseil ist der Leiter der Abteilung Marktoperationen. Er hat die Krise miterlebt. Die Zeiten, wo sich Banken gegenseitig nicht mehr trauten und sie auch von privaten Investoren kein Geld mehr bekamen. In dem Moment, wo die Märkte nicht mehr funktionieren, das heißt, wo die Banken nicht mehr sicher sein können, dass sie jederzeit Kredit an den Märkten bekommen, werden die Banken auch aufhören, Kredite an die Realwirtschaft zu geben. Und genau das passiert in einer Finanzkrise. Die Märkte trocknen aus, über die sich Banken refinanzieren können. Und das wird von den Banken dann weitergegeben in ihre eigenen Kreditvergabe. Und deshalb muss letztlich die Zentralbank auf eine Krise der Finanzmärkte reagieren, um eben den sogenannten Transmissionsmechanismus der Geldpolitik sicherzustellen. Es war also letztlich die EZB, die dafür sorgte, dass der Geldstrom nicht versiegte. Dafür hat sie nicht nur die Zinsen gesenkt, sondern 2011, 2012 viel Geld auf lange Zeit angeboten. Aber die EZB hat noch mehr getan. Nach den Beschlüssen des EZB-Rates wurden ungewöhnliche Maßnahmen ergriffen. Dabei ist man auch außerhalb der Banken aktiv geworden. Unter anderem mit Programmen zum Kauf von Staatsanleihen. Eines davon hat besonders viel Aufsehen erregt. Das sogenannte OMT-Kaufprogramm für Staatsanleihen gehört in Deutschland zu den umstrittensten Maßnahmen der Europäischen Zentralbank. Es kam hier sogar vor das Bundesverfassungsgericht. Gerade beschäftigt es auch den Europäischen Gerichtshof. Der Vorwurf, die EZB habe damals ihr Mandat überschritten. Damals, das war 2012, als aus der Finanzkrise längst eine Staatsschuldenkrise geworden war. In Südeuropa standen mehrere Länder kurz davor, sich kein Geld mehr leihen zu können. Die Zinsen waren zu hoch, Staatsbankrotte drohten und am Finanzmarkt begann man gegen den Euro zu wetten. Im Juli 2012 hielt der Präsident der Zentralbank, Mario Draghi, in London eine Rede. Dabei sagte er etwas, das alles veränderte. Innerhalb ihres Mandates wird die EZB alles tun, um den Euro zu erhalten. Und glauben Sie mir, es wird genug sein. Diese kurzen Sätze waren bisher das wirksamste Instrument der EZB in der Krise. Sie haben gezeigt, welche Macht allein die Worte eines Zentralbankchefs haben können. Die EZB arbeitete das OMT-Kaufprogramm für Staatsanleihen aus. Die Situation beruhigte sich. Die Aussage wirkt bis heute, obwohl bisher keine einzige Staatsanleihe gekauft wurde. Jetzt steckt Europa, besonders der Süden, in einer Wirtschaftskrise. Und die Zentralbank wird mit ihren Maßnahmen immer kreativer. Die Krise ab 2007 war sicher nichts, was wir uns vorgestellt hatten in den Jahren davor. Es war die größte Finanzkrise seit über 60 Jahren. Das heißt, es wäre absurd zu behaupten, man hätte das so sich vorstellen können. Dann
hat man natürlich entdeckt, was die Notenbank alles machen kann und hat Sachen gemacht, die man sich vielleicht vorher nicht zugetraut hätte, nicht gedacht hätte. Aber das ist nichts Neues letztlich. Also auch in der Zentralbankliteratur von vor 150 Jahren berichten Zentralbanker schon, dass sie in Krisen plötzlich Dinge machen, über die sie vorher nie nachgedacht hatten, von denen sie aber überzeugt sind, dass sie dann notwendig sind. Der erste Donnerstag jeden Monats. Finanzwelt, Politiker und Journalisten sehen gebannt auf den Eurotower, wo an diesem Tag der EZB-Rat über neue Maßnahmen entscheidet und der Präsident sie anschließend verkündet. Und sie legen weiter nach. Den Leitzins hat der Rat auf ein historisches Tief gesenkt. To 0.05%. Wieder versuchen sie es mit Langzeitkrediten, diesmal mit der Auflage, sie an die Wirtschaft weiterzugeben. The targeted long-term refinancing operations. Und dann der Plan, Banken private Kredite abzukaufen. An ABS purchase program. Die EZB greift immer nachhaltiger ein. Und ihre Maßnahmen haben viele Nebenwirkungen. Für Sparer, für Versicherer, für Immobilienmärkte. Draghi verlangt nach Unterstützung, politischer Unterstützung. Strukturreformen. Dass solche Reformen in Kraft gesetzt werden, ist wichtig für die Effektivität der Geldpolitik. Fast immer wollen die Journalisten wissen, ob die Entscheidung einstimmig war. Und gerade bei neuen Maßnahmen heißt es oft, nein. Wer entscheidet eigentlich in der EZB? Das Sagen in der EZB hat der EZB-Rat, auch Governing Council genannt. Der besteht aus dem EZB-Direktorium, das sind der Präsident Mario Draghi, sein Stellvertreter Vitor Constasio und vier weiteren Direktoren. Dazu kommen die Zentralbankchefs der Länder, die den Euro eingeführt haben. Das sind aktuell 18. Derzeit hat bei den entscheidenden geldpolitischen Abstimmungen jedes Mitglied des Rates eine Stimme. Das ändert sich 2015. Litauen tritt als 19. Land dem Euro bei. Die Teilnehmerstaaten hatten sich 2002 aber vertraglich auf eine Deckelung der Stimmen im Gremium ab einer bestimmten Menge geeinigt. Deshalb muss jetzt rotiert werden. Und das geht so. Die Länder werden nach Wirtschaftskraft und Größe des Finanzsektors in zwei Gruppen aufgeteilt. Die fünf größten, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und die Niederlande, teilen sich demnächst vier Stimmen. Die 14 übrigen Länder 11. Entsprechend rotiert das Stimmrecht monatlich. Deutschlands Bundesbankpräsident Weidmann muss sich dann zum Beispiel alle 5 Monate der Stimme enthalten. Die EZB-Direktoren rotieren aber nicht mit. Ihre Stimmen bleiben. Die Maßnahmen des EZB-Rates werden, besonders in Deutschland, sehr kontrovers diskutiert. Professor Hans-Werner Sinn ist Präsident des Münchner IFO-Instituts und einer der schärfsten Kritiker. Ja, die Frage ist, was soll eine Zentralbank machen? Soll eine Zentralbank Geld zur Verfügung stellen oder soll sie eben auch Retter drin sein für angeschlagene Banken und Staaten. Der Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin, Professor Marcel Fratscher, kennt diese Diskussion. Er war selbst mehrere Jahre bei der EZB tätig. Was auffällig war, ist, dass die Europäische Zentralbank im Prinzip die einzige europäische Institution war, die in der Krise wirklich handeln konnte, und zwar schnell handeln konnte und auch glaubwürdig war. Fest steht, dass der Maastrichter Vertrag der EZB nicht die Funktion gegeben hat, als Retterin aufzutreten, sondern Liquidität zur Verfügung zu stellen. Das heißt, kurzfristige, absolut sichere Kredite, wo die Rückzahlung sicher ist, zur Verfügung zu stellen, sodass die Eigentümer der EZB, das sind nämlich die Steuerzahler Europas, hier nicht ins Risiko kommen. Wir erinnern uns alle an die Entscheidung von Staats- und Regierungschefs, die manchmal Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre gedauert haben, wirklich zu einem Entschluss zu kommen. Die EZB konnte über Nacht oder innerhalb von Minuten agieren. Eine der strittigsten Fragen, besonders in Deutschland. Ist die EZB parteiisch? Und warum wirkt ihre Geldpolitik unterschiedlich?
Man muss einfach sehen, dass die Krisenländer schon eine dominante Rolle spielen, zusammen mit Frankreich im EZB-Rat. Wir wissen, dass ein wichtiger Grund, weshalb wir heute in dieser tiefen Krise sind oder noch immer sind, daran liegt, dass die Wirtschaftspolitik in der Eurozone zu wenig koordiniert wurde. Für mich scheint es ganz offenkundig zu sein, dass die Vertreter im EZB-Rat nicht dem Gemeinwohl Europas hier nur dienen, sondern auch die nationalen Interessen im Auge haben. Wir müssen wieder hin zu einer Situation, zu einem Umfeld, wo es eine Konvergenz gibt, wo also die Geldpolitik der Eurozone wieder alle Länder erreichen kann. Am Fuß des EZB-Neubaus wird Kritik aus einer anderen Perspektive geübt. Die Blockupy-Bewegung vermisst symbolisch das Gelände der immer einflussreicher werdenden Zentralbank. Die Aktivisten richten sich vor allem gegen die Rolle der EZB in der Troika. Die Zentralbank überwacht dabei gemeinsam mit dem Internationalen Währungsfonds und der EU-Kommission harte Reformauflagen in den Ländern, die Geld aus dem Rettungsfonds bekommen. Die EZB ist das, was hier in Frankfurt ansässig ist und mit die Bedingungen zum Beispiel in Griechenland diktiert. Und dagegen gehen wir auf die Straße und wir finden, dass sie die Legitimation dazu nicht hat. Also sprechen sie direkt ab. Eine Kritik, die sie auch deutlich bei der anstehenden Einweihung der EZB äußern wollen. Für die EZB selbst steht jetzt erstmal ein anderes Ereignis im Vordergrund. Am 4. November übernimmt sie die einheitliche europäische Bankenaufsicht. Im September 2013 wurde die im EU-Parlament endgültig verabschiedet. In der alten EZB laufen seither die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Erwartungen sind hoch, die Zeit war knapp. Caroline Willeke ist zuständig für die Rekrutierung der neuen Aufseher. Es geht um 1000 neue Mitarbeiter. Das ist wirklich das erste Mal, dass wir eine derartig große Einstellungswelle haben. Als die EZB gegründet wurde, ging das doch in etwas kleineren Schritten. Da sind dann auch mal 100 Stellen besetzt worden, aber es ist einfach doch noch mal ein Quantensprung. Eine der entscheidenden Fragen, wo nimmt man auf die Schnelle so viele Menschen mit Aufsichtserfahrung her? Wir können jetzt nicht sozusagen von Stunde Null anfangen, die europäische Bankenaufsicht aufzubauen, sondern wir brauchen doch eine hinreichend große Masse an Kollegen, die einfach das Aufsichtsgeschäft kennen. Deshalb war eigentlich von Anfang an klar, dass, sagen wir so, die Mehrheit der Kollegen aus den nationalen Behörden kommen sollte. Margarita Delgado ist eine von ihnen. Sie ist seit März EZB-Aufseherin und kommt aus Spanien. Ich hatte die Leitung der Abteilung, die für die Aufsicht der Sparkassen in Spanien verantwortlich war. Das war meine letzte Position. Aber natürlich war meine Arbeitserfahrung in den, sagen wir, letzten 20 Jahren größtenteils mit Aufsicht verbunden. Margarita Delgado ist stellvertretende Direktorin der Abteilung, die die 30 größten der großen Banken überwachen wird. Noch wohnt sie provisorisch. Das soll sich ändern. Die Aufseher der EZB übernehmen die alte Heimat der Geldpolitik, sobald die in das neue Gebäude eingezogen ist. Die EZB beaufsichtigt direkt zunächst nur die ca. 120 größten und systemrelevanten Banken der Eurozone und der teilnehmenden Länder. Dazu gehören solche zum Beispiel, die 30 Milliarden Euro Bilanzsumme haben oder mehr als 20% des nationalen Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Jede der großen Banken soll von einer Aufsehergruppe überwacht werden. Die EZB ist dabei aber nicht allein. Personal aus den nationalen Aufsichten ist mit von der Partie. Diese gemeinsamen Aufsichtsteams sind der eigentliche Kern der neuen europäischen Bankenaufsicht.
Koordinator der einzelnen Gruppe ist aber immer ein EZB-Mitglied, das möglichst nie aus dem Heimatland der geprüften Bank stammt. Geleitet wird das Ganze vom Supervisory Board mit zwei Frauen an der Spitze, der Französin Danielle Nouy und der Deutschen Sabine Lautenschläger. Außerdem sind noch Repräsentanten der EZB dabei und aus jedem teilnehmenden Land Vertreter der nationalen Aufsichten. Bei allen wichtigen Entscheidungen hat am Ende aber der EZB-Rat das letzte Wort. Damit die EZB-Bankenaufsicht mit den neuesten Daten startet, hat sie schon vor dem 4. November eine umfassende Überprüfung der größten Banken veranlasst. Über dieser Vorprüfung standen die Fragen: Wie schlimm steht es? Wer hat nicht genug Eigenkapital? Wie viele faule Kredite stecken in den Bilanzen? Über ein Jahr hat der Test die größten Banken in Europa beschäftigt. Tausende Aufseher und Wirtschaftsprüfer haben die Bilanzen durchforstet und Krisenszenarien durchgespielt. Ende Oktober wurden die Ergebnisse veröffentlicht. 25 der 130 Banken haben die Anforderungen nicht bestanden. Besonders viele darunter in Südeuropa. Das klingt dramatischer, als es ist. Bei ungefähr der Hälfte der Banken hat sich die Situation seit Beginn des Tests bereits verbessert. Danielle Nouy, die Vorsitzende der neuen europäischen Bankenaufsicht, war insgesamt zufrieden. Wir haben eine Menge erreicht in dieser umfassenden Überprüfung. Aber es ist nur die Ausgangsbasis für eine neue Aufgabe unter dem einheitlichen Aufsichtsmechanismus. Und auch für Margarita Delgado beginnt jetzt die eigentliche Aufgabe. Die neue Aufsicht kann Banken zur Abwicklung oder Umgestaltung vorschlagen. Sie kann verlangen, dass diese noch mehr Geld als Puffer gegen die Krisen zurücklegen müssen. Wir bauen ein neues Projekt auf. Natürlich wollen wir für mehr Ausfallsicherheit im Bankensystem der Eurozone sorgen. Daher finde ich, dass es eine Ehre ist, hier zu arbeiten und dass dieses Projekt sozusagen in Stein gemeißelt sein wird. Damit meine ich, es wird ein historisches Projekt sein. Die Europäische Bankenaufsicht wird der EZB noch mehr Gewicht, Einfluss und Aufmerksamkeit sichern. Schon ihre Entstehung wird beobachtet. Überall in Europa, natürlich auch in der Universität in Frankfurt am Main, gleich nebenan. Jan-Peter Kranen ist Professor für Kreditwirtschaft und Finanzierung. Er hat in der Vergangenheit an Reformen des EU-Bankensektors mitgearbeitet. Was bringt eine gemeinsame Aufsicht? Einheitliche Standards sind deshalb wichtig, weil es vor und auch in der Krise diese einheitlichen Standards wohl nicht gegeben hat in Europa. Und das hängt damit zusammen, dass die nationalen Aufsichten sehr oft ihre eigenen Banken sozusagen vor allen Dingen die nationalen Champions, also die nationalen größten und besten Banken, versuchen zu schützen im europäischen Wettbewerb. Die EZB hat selbst Interesse an funktionierenden Banken. Sie braucht ein stabiles Bankensystem, um ihre Geldpolitik machen zu können. Denn nur ein stabiles Bankensystem kann auf monetäre Impulse reagieren. Und das will natürlich die Zentralbank, weil sie eine Aufgabe hat. Also hier eine gewisse Inflationsrate nicht zu überschreiten, aber auch nicht zu unterschreiten. Ja, das ist ja so ihr Mandat, ihre Zielvorgabe. Es gab vor allem pragmatische Gründe, die Aufsicht bei der EZB anzusiedeln. Ob auf lange Sicht diese Funktion Aufsicht und Geldpolitik so eng zusammenbleiben sollen, ich glaube, das gehört ernsthaft diskutiert. Denn es ist nicht auszuschließen, dass es hier auf längere Sicht und gerade in Krisenzeiten zu Interessenkonflikten zwischen beiden Aufgaben kommen kann. Einer der wenigen Orte, wo die Europäische Zentralbank so etwas wie Kontrolle erfährt, ist das Europäische Parlament. Das hat innerhalb der Institutionen in den letzten Jahren auch an Einfluss gewonnen.
Sven Giegold ist Europaabgeordneter und Mitglied im Wirtschafts- und Währungsausschuss. Er hat die Entstehung der Bankenaufsicht intensiv begleitet. Bei der Bankenaufsicht hat das Europaparlament demokratische Kontrollrechte. Wir ernennen die Chefin, wir haben Fragerechte, wir können Untersuchungsausschüsse in Marsch setzen, wir können auch die Chefin abberufen. Bei der Geldpolitik ist es anders. Da ist die EZB unabhängig. Aber immerhin haben wir eine gewisse Kontrolle. Das haben wir gegenüber der Bundesbank als Bundestag nie gehabt. Denn Herr Draghi muss alle Vierteljahr hierher kommen und auch Fragen beantworten und ist daher rechenschaftspflichtig. Der Zentralbankchef kommt, berichtet, beantwortet. Bei diesem Treffen im Juli tut er aber noch mehr. Er fordert. Der Präsident der mächtigen Zentralbank ergreift die Initiative und erklärt den europäischen Abgeordneten, was politisch passieren muss. Irgendeine allgemeine Regelung von Strukturreformen. Die Regelung des Strukturreformprozesses auf Ebene der Europäischen Union oder der Eurozone gestalten oder umgestalten. Den Bereich der Strukturreformen einer Disziplin unterwerfen. Einer Disziplin der Gemeinschaft, einer Disziplin der Europäischen Union, die sich nicht sehr stark von der Haushaltsdisziplin unterscheidet, die wir bereits eingeführt haben. Neben einem Stabilitätspakt, jetzt also noch einen Strukturreformpakt. Und auch sonst hat die EZB genaue Vorstellungen, wie es fiskal und wirtschaftspolitisch richtig geht. Aktuell weniger staatliche Ausgaben, insbesondere unproduktive. Eventuell mehr staatliche Ausgaben für Infrastruktur, sofern Spielraum dafür da ist, aber vor allem niedrigere Steuern. Die Politik darf der Zentralbank nicht sagen, was sie tun soll. Aber offensichtlich ist die Zentralbank mittlerweile so selbstbewusst, dass sie der Politik sagt, wo es langgehen muss. Die Europäische Zentralbank war aktiv, als die eigentlichen Akteure nicht wollten oder konnten. Sie hat Leerstellen besetzt und hält jetzt viele Fäden in der Hand. Das bereitet einigen Unbehagen, wie auch manche Graffiti zeigen, die am Bauzaun der neuen EZB entstanden. Übrigens mit deren Duldung. Die EZB ist ein wichtiger Teil des großen Europaprojekts. Aber sie sollte nicht zum Entscheidenden werden.